Hallo, schön, dass ihr mich eingeschaltet habt. Ich habe heute vor, in die Stadt zu gehen und mein neues Parfüm zu kaufen. Es ist Frühling, der Sommer steht vor der Türe und ja, man hat so Frühlingsgefühle. Auch wenn man vielleicht alleine ist oder auch mit, wenn man einen Partner hat, will man vielleicht ein bisschen mehr Esprit in die Beziehung reinbekommen. Und dann habe ich gedacht, ich lese mich da mal ein bisschen ein und habe auch so gelesen. Wir haben ja auch schon mal einerseits unsere Sexualduftstoffe und man könnte dann noch nachhelfen durch künstliche Lockstoffe, also mit Parfüm. Und es ist ja interessant und vielleicht interessant auch für euch, was ich da gelesen habe. Einerseits Jasmin und Lilie wäre sehr gut für Sympathie und für unschuldig und ja, das ist vielleicht ein interessantes Parfüm. Dann gibt es Vanille und Kakao. Steht für verführerisch und eine tolle Ausstrahlung. So nach dem Motto, was lecker riecht, möchte man auch haben. Und dann habe ich gelesen Grapefruit. Würde man mit einem Parfüm, das nach Grapefruit riecht, würde man bis zu 6 Jahre jünger ausschauen. Ist natürlich auch sehr interessant. Und würde außerdem noch Leichtigkeit und Sommergefühle versprühen. Hört sich sehr interessant an. Und dann habe ich noch nachgelesen. Ich lese das jetzt auch so ab, dass ihr merkt, wenn ich nach unten gucke, schaue ich mir das natürlich ab. Kardamom und Zimt. 5 bis 6 Kilo soll man dadurch weniger geschätzt werden an Kilo. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Sache, dass man mit Kardamom und Zimt bis zu 5 bis 6 Kilo weniger geschätzt wird an Kilo. Ist auch interessant. Und ich gehe jetzt in die Stadt, es ist so schönes Wetter draußen, habe so richtig Frühling und schon Sommergefühle, freue mich schon auf den Urlaub, den wir bald machen und gucke mal, was ich für interessantes Parfüm finde und melde mich dann, werde es euch berichten. Vielleicht nehme ich Vanille und Kakao für verführerisch und tolle Ausstrahlung oder mal gucken oder was es sonst noch so auf dem Markt gibt. Also, ich werde euch von dem Tag berichten. Also, schöner Tag noch. Ciao.